Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Hier werden wir den neuen DJI Ronin S2 oder kurz gesagt, wie es auf dem Karton steht, RS2 auspacken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was man mit diesem doch sehr interessanten Stück Technik alles kreieren kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Jetzt geht's auch schon los. Zuerst einmal ein paar Hintergrundinfos. Der RS2 ist der Nachfolger vom Ronin S, der im Jahr 2018 offiziell vorgestellt wurde. Dieser Kamera-Gimbal hier ist nun neu auf dem Markt und hat etliche neue Spielereien und Verbesserungen an Bord. Das waren jetzt erst einmal genug Infos. Jetzt geht es darum, was hier zu sehen ist. Bei diesem Package handelt es sich um die RS2 Pro Combo. In diesem etwas teureren Paket sind ein paar Sachen mehr drin als wie beim Standard-Package. Welche Sachen das sind, werde ich euch nebenbei erzählen. Als erstes haben wir hier diese sehr schöne Transporttasche, wo alles drin ist. Natürlich liegen hier im Karton auch noch ein paar Anleitungen bei, die anscheinend in der Transporttasche keinen Platz mehr gefunden haben. Legen wir diese erst einmal zur Seite. Hier befindet sich noch eine kleine Tasche an der Außenseite, in diese ist aber nichts enthalten. Schauen wir aber erst einmal in das obere Fach der Tasche. Hier ist alles sehr ordentlich aufgeräumt und jedes Teil hat seinen Platz. Sehr schön. Als erstes haben wir hier das Briefcase-Handle. Was mir hier auffällt, ist die doch sehr gute Verarbeitungsqualität. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an in den Händen. Als nächstes haben wir hier den Batteriegriff. Dieser hat hier einen USB-C-Anschluss, worüber er geladen werden kann. Dieser unterstützt auch die Quick-Charge-Funktion. Hier ist auch noch eine kleine Schutzfolie an der Unterseite. Machen wir die erst einmal weg. Ebenfalls ist hier ein 1/4 Zoll Gewinde zum Montieren an das Stativ. Hier haben wir jetzt eine Handyhalterung. Diese ist nur in der Pro-Combo enthalten und nicht im Standard-Package dabei. Das ist die gleiche, die es auch schon für den Ronin S und ST gab. Nur das Unterteil ist anders, welches für die NATO-Halterung am RS2 vorgesehen ist. Jetzt kommen wir zu der Kameraplatte. Diese besteht aus einer unteren Manfrotto-kompatiblen Kameraplatte und aus einer oberen Arca Swiss-kompatiblen Kameraplatte. Insgesamt auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Hier unten ist auch noch eine Zahnradschiene, welche beim Austarieren des Gimbals helfen soll. Dann kommen wir jetzt zum Stativ. Dieses ist sehr einfach aufgebaut. Drei Füße und eine 1/4 Zoll Kameraschraube. Einfach, gut und vor allem stabil. Nun zu der anderen Seite. Als erstes haben wir hier das RavenEye Videosystem. Dieses ist nur in der Pro-Combo enthalten. Das ist auch eins der Hauptkaufargumente für mich gewesen und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Teil hier schlägt. Dann gibt es hier noch ein Objektivbefestigungsband, welches eine größere Optik stabilisieren soll. Hier haben wir dann auch ein Schraubenset mit verschiedenen Kameraschrauben und einem Inbusschlüssel. In der anderen Tasche gibt es hier erst einmal ein Fokus-Zahnradriemen. Dieser ist auch wieder nur in der Pro-Combo enthalten. So auch der Fokus-Motor. Dieser ist der gleiche wie beim Ronin SC. Bei dem alten Ronin S gab es noch einen wesentlich größeren Fokus-Motor. Zu diesem Motor gehört dann auch noch dieser Befestigungsstab. Hier ist jetzt noch eine Kameraerhöhung, sehr nützlich, wenn man ein etwas größeres Objektiv benutzen will. Ah, hier ist dann noch das Rohr für den Fokusmotor. Dieses ist leider kein 15er Rohr, sondern hat einen wesentlich kleineren Durchmesser. Also ist dieses Rohr auch wirklich nur für den DJI Fokusmotor vorgesehen. Nun kommen wir endlich zu der Hauptattraktion, dem Ronin S2 selber. Wirklich sehr schön. Vom Design ist dieser an den großen Ronin 2 angelehnt. Das Gewicht ist merklich leichter geworden im Vergleich gegenüber dem Ronin S. Das kommt vor allem durch das verarbeitete Carbon beim RS2. Hier haben wir eine Schutzabdeckung für die zwei Zubehöranschlüsse. Hier unten ist dann auch noch eine Schutzabdeckung und hier auch noch einmal. Sehr gut sind hier die Stoppvorrichtungen für die einzelnen Achsen. Auch wieder ein klares Kaufargument für mich persönlich gewesen.
Hier in der Tiltachse befinden sich drei USB-C-Anschlüsse für das Zubehör und die Kamera. Ebenfalls eine sehr schöne Weiterentwicklung ist der eingebaute Farbtouchscreen. Die letzten Sachen hier in der Tasche sind noch ein paar Kabel für die Steuerung für die unterschiedlichen Kameras. Verfügbare Anschlüsse sind USB-C, Micro-USB, Mini-USB und Sony Multi. Für das RavenEye gibt es hier auch noch verschiedene HDMI-Kabel mit Micro, Mini oder Full-Size-HDMI. Auch ein weiteres USB-C-Kabel ist enthalten, sowie auch ein Ladekabel. Leider fehlt ein Netzteil. Das ist anscheinend heutzutage üblich, wie zum Beispiel beim neuen iPhone. Hier wird dann gerne einmal etwas gespart. Die Tasche an sich ist im Unterteil etwas stabiler und kann so den Ronin gut schützen. Wenn aber jetzt noch mehr Zubehör dazukommt, dann wird es hier etwas eng. Eine alternative Transportlösung wäre gut. Insgesamt aber ein sehr schöner und reichhaltiger Lieferumfang, der mit etlichen Kameramodellen kompatibel ist. Im nächsten Video werden wir den RS2 das erste Mal starten und die Kamera mit dem Gimbal austarieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar dalasst und ein Abo wäre natürlich auch super. Bis bald und tschüss!